Guten Morgen, es ist 4:45 Uhr und ich fahre jetzt ganz schnell an den Fluss. Es geht nämlich zum Karpfenangeln und ich möchte gerne beim ersten Licht noch meine Ruten liegen haben. Also muss ich mich jetzt richtig beeilen und losdüsen. Ich fahre nämlich fast 40 Minuten, also los geht's. Immerhin, erster Fisch. Ja, schauen wir mal, ob noch ein Karpfen kommt. Immerhin, besser als nichts. Ja, guten Morgen zum zweiten Mal. Es ist jetzt ein bisschen heller schon und man merkt einfach, dass Herbst ist. Überall, alles auf meinen ganzen Teckel, ist schon so ein Morgentau drauf. Hier, wir haben überall Nebel und die Stimmung ist so richtig geil und karpi. Und der September und ja, auch der Oktober und November noch, sind richtige Dickfischmonate. Also da muss man einfach zum Karpfenangeln gehen. Wer das nicht macht, ist selbst schuld. Heute Morgen bin ich in der Dunkelheit gekommen, habe es geschafft. Beim ersten Licht, meine Ruten waren drin
und habe dann auch gleich mal einen Döbel verhaften können. Ist schon mal gar kein schlechter Start, aber naja, ich will ja eigentlich Karpfen fangen und da freue ich mich dann über die Döbel immer nur so halb. Der war aber interessant, der hatte so einen richtig spitzen Mund, hat mir ganz gut gefallen, der Fisch. Und ja, ich war auch froh, dass ich überhaupt mal was gefangen habe, jetzt gleich mal wieder. Ich erwarte jetzt heute, ehrlich gesagt, nicht unbedingt, dass ein Karpfen beißt und dass ich einen Karpfen rausziehe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, hier an dem Flussabschnitt, dass ich tagsüber und abends, wenn es noch hell ist, eigentlich nur immer Döbel gefangen habe und die Karpfen erst richtig fressen, wenn es dunkel wird. Und meine Erfahrungen dann eben so sind, dass solange die Karpfen noch nicht da sind, die Döbel die Vorherrschaft haben. Aber wer weiß, vielleicht habe ich Glück. An dem Angelplatz hier habe ich allerdings schon festgestellt, dass die Strömung doch stärker ist, als ich vermutet hatte. Und ich fische hier 140 Gramm Bleie und die treiben trotzdem ab. Man erkennt es an dem Wippen der Rutenspitze. Ja, also wenn ihr mal im Fluss gefischt habt, dann kennt ihr das sicherlich sehr gut, dass die Rutenspitzen immer so wippen. Und wenn die wippen, wenn die Bleie rollen oder springen, dann ist es ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass die Strömung relativ stark ist, vor allem wenn ihr 140 Gramm fischt. Aber trotzdem, ja, es hat hier in der Region ein bisschen geregnet und es wirkt sich dann immer gleich auf die Flüsse aus. Und gerade im Herbst treibt dann viel totes Kraut mit und totes Gras und Blätter und die bleiben dann in den Schnüren hängen und dann ist es sehr schwer, dass ihr da ruhig und entspannt fischen könnt. Deswegen versuche ich dann in den Jahreszeiten, wo es viel Strömung gibt im Gewässer, versuche ich ufernah zu fischen. Deswegen habe ich auch eine Route sehr nah am Ufer und eine fische ich aber trotzdem in meiner Strömung, weil ich die besseren Erfahrungen gemacht habe mit den Strömungsrouten. Da fange ich meistens besser Karpfen. Ich gerade schon wieder eine Döbelattacke. Also, wie ihr seht, fische ich hier an einem kleinen Fluss nur. Trotzdem ist es ein Fluss. Und ein Flussangeln ist grundsätzlich ein bisschen anders als Seeangeln. Ich finde, der Unterschied ist nicht so groß, wie ihn manche immer darstellen. Ich fische beide Gewässer sehr gerne, Gewässertypen sehr gerne, Flüsse sowie auch Seen. Und bei Seen wiederum auch alles Mögliche gerne. Ja, kleine Teiche, große Seen, Baggerseen, Stauseen. Ich liebe ja Stauseen, große Stauseen liebe ich. Naturseen, also ich finde alles geil. Und bei den Flüssen ist es genauso, ja. Große Flüsse, kleinere Flüsse, Kanäle, das ist einfach alles cool. Bringt total viel Abwechslung und man sollte einfach alles mal probiert haben und ja, und seine Erfahrungen gesammelt haben. Wo ich noch nicht so ganz große Erfahrungen habe, so mit großen Flüssen in Deutschland habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Und auch in Frankreich habe ich die großen Flüsse jetzt noch nicht so befischt. Aber möchte ich in Zukunft auf jeden Fall auch noch machen. Aber da habe ich schon gehört, die sind extrem welsverseucht und da braucht man echt eine dicke Haut. Sprichwörtlich. Ja, was ist denn so anders am Flussangeln eigentlich? Also was macht Flussangeln aus? Also ich finde, dass Flussangeln sehr abwechslungsreich ist. Und dass man da halt immer irgendwie was Neues erleben kann. Flussabschnitte sind meistens sehr groß und
beherbergen sehr viele verschiedene Fischarten. Und so größere Flussabschnitte haben auch die Eigenschaft, dass man selten die gleichen Fische fängt. Ja, also hier an dem Flussabschnitt ist es mir jetzt schon passiert, da habe ich schon mehrfach selben Fisch gefangen, aber weiß auch nicht so, warum das, woran das liegt, ehrlich gesagt. Aber sonst habe ich das in Flüssen noch nicht so häufig erlebt. Ich habe jetzt den Flussabschnitt aber auch schon auch viel beangelt. Und Flüsse beherbergen eigentlich immer irgendwelche Überraschungen. Das liegt einfach daran, dass die Flüsse viel, viel weniger beangelt werden. Die haben, erfahren viel weniger Angeldruck und da ist meistens alles noch viel natürlicher und schöner. Und deshalb gehe ich zum Beispiel gerne an Flüsse. Ich liebe einfach die unberührte Natur und beziehungsweise wenig berührte Natur. Und das findet man meistens an Flüssen leichter als an Seen. Wenn ihr an Flüssen angeln möchtet, kann ich euch einfach nur empfehlen, dass ihr es einfach mal ausprobiert. Und es ist ein Riesenspaß und da seid ihr meistens für euch alleine. Und wenn ihr vielleicht mit euren Freunden geht oder so, dann habt ihr da auch echt überhaupt keinen Stress. Jetzt habe ich gerade eine Döbelattacke gehabt. Eine ziemlich aggressive. Überhaupt nicht mein Zielfisch, aber ist ein ganz schöner Kaliber. Zieht euch den Döbel mal rein. Ja, da muss ich mich sogar als Karpfenangler ein bisschen freuen. Ist ein ganz schönes, ordentliches Teil, hey. Wow. Naja, ist nicht mein Zielfisch. Aber immerhin. Ich habe hier einfach nur eine Schleife gebunden, einen Silikonschlauch drüber gezogen. Die monophile Schnur binde ich hier an einen Schnellwechselwirbel mit einem großen Öhr an, mit so einem Ring an. Das ist schön flexibel. Dann habe ich hier einen Schrumpfschlauch drüber geschrumpft und einen Haken eingehängt. An den Hakenschenkel habe ich ein Haar gebunden und auf den Hakenschenkel habe ich noch einen kleinen Silikonschlauch gezogen. Das finde ich besonders wichtig, damit sich das Haar nicht verheddern kann. Also lasst diesen Silikonschlauch nicht weg. Es hilft auch beim Haken, aber der dient vor allem dazu, dass sich das Haar nicht hier oben verheddern kann. Ich zeige es euch gleich, wie ich das meine. Hier habe ich jetzt eine ganz ähnliche Montage. Hier habe ich einen Boilie aufgezogen mit einem Kunststoffmaiskorn. Das Kunststoffmaiskorn habe ich hauptsächlich dafür da, dass der Stopper nicht durch den Boilie zieht, wenn ein sehr aggressiver Weißfisch an meinem Boilie rumnuckelt. Hier seht ihr jetzt den Haken. Das ist ein bisschen anderer Haken, aber der funktioniert genauso gut. Und hier habe ich wieder einen kleinen Schlauch auf dem Hakenschenkel drauf, damit das Haar hier fest fixiert ist, damit es sich hier nicht verhängen kann oder beispielsweise auch auf den Hakenspitze aufspießen kann oder die Hakenspitze den Boilie aufspießen kann. Ist mir alles schon passiert und super ärgerlich, wenn er den ganzen Morgen oder die ganze Nacht angelt und dann reintreten feststellt, kann ja gar nichts fangen. Hier habe ich jetzt anstatt so einem großen Ring eine Schlaufe gebunden in das Monofile. Ist auch eine gute Möglichkeit, funktioniert genauso gut. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das aussehen kann, wenn sich das Haar mit dem Haken verheddert. Wenn ihr dort also keinen Silikonschlauch habt, dann sieht es ungefähr so aus. Ich habe jetzt den Schlauch einfach mal nach hinten geschoben. Dann tritt euer Haar hier hinten aus und es ist sehr beweglich. Ja, das ist zum einen ja ganz gut. Da kann das Boilie hier überall ganz natürlich sich bewegen. Aber ihr habt auch das Problem, nehmen wir mal an, der Haken liegt so, zack. Boilie kann hier in die Hakenspitze aufgespießt werden. Oder zack,
Hier kann der Haken, die Hakenspitze kann in das Haar reinpieksen und dann bewegt sich euer Body nämlich überhaupt nicht mehr ordentlich und ihr habt auch noch den Hakeffekt behindert. Oder Folgendes kann passieren: Es geht so nach hinten und wickelt sich einmal schön drumherum. So, toll, oder? Kann man so noch einen Fisch fangen? Schwierig. Deshalb mache ich Folgendes. Ich ziehe den Silikonschlauch schön hier weit runter. Zack. Und was ich auch noch mache, ich ziehe das Haar so durch, dass es am Hakenschenkel vorbei geht. So, sieht zwar nicht ganz so schick aus, aber ist effektiv. Und jetzt kann sich die Hakenspitze nur noch sehr schlecht. Also wenn man ein langes Haar fischt, so wie ich, geht es immer noch. Aber es geht nur um ein Vielfaches schlechter. Es geht immer noch, aber viel, viel, viel schlechter. So, das ist mir bei der Montage, ehrlich gesagt, noch nie passiert, bei der anderen Montage schon. Und dass sich das Haar hier hinten rumwickelt, ist auch viel, viel unwahrscheinlicher. Es geht immer noch, aber die Wahrscheinlichkeit ist unfassbar gering. Einen weiteren Vorteil hat es, wenn eure Rutenspitze wippt, was immer mal wieder passieren kann im Fluss, zum Beispiel wenn euer Blei abtreibt und ihr wisst nicht warum und ihr holt rein und euer Silikonschlauch ist so nach hinten geschoben, so wie jetzt bei mir, dann wisst ihr, ihr habt einen Fisch gehabt, der an eurem Boilie gezogen hat, aber den Haken nicht mit ins Maul genommen hat. Habt ihr diesen Silikonschlauch nicht, wisst ihr das niemals. Also, meine Empfehlung, grobe Rigs, keine Spielereien und einfach gehen. Viel Spaß. Vielleicht fange ich ja noch einen Karpfen. So, jetzt bin ich schon seit ein paar Stündchen da, habe immer wieder Döbelattacken. Auf der einen Route fische ich ein Boilie, ein kleineres Boilie und auf der anderen Route ein relativ großes Boilie. Und beide Routen fische ich an recht langen Haaren, was dazu führt, dass sich die Döbel nicht immer aufhängen. Ist aber auch ganz beabsichtigt so. Ich möchte ja eigentlich gar nicht so viele von den Döbeln fangen. Ich bin trotzdem total zufrieden. Ich war jetzt das erste Mal hier an der Stelle und habe direkt Aktionen gehabt, obwohl ich jetzt nur morgens da war. Also durchweg positiv. Das nächste Mal werde ich, denke ich, hier über Nacht fischen und dann bin ich mal gespannt, ob dann vielleicht ein Karpfen kommt. Ich hoffe allerdings, dass die Strömung noch ein bisschen nachlässt, weil gerade habe ich schon immer sehr viel Zeug, was in meine Schnüre treibt und es erschwert die Fischerei am Fluss total. Jetzt packe ich ein und hau ab. Schön war's und so kann man doch mal einen Sonntagmorgen starten. Also, ciao.
dreams. Wakes me into sweaty sheets. Abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Stop this get fight, stop this get fight.